Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Ich bin Nastja und hier dreht sich alles um die Themen Nähen, DIY, Plotten und so weiter. Und das hier ist heute das 20. Türchen von Hashtag Wir machen Weihnachten. Und traditionell dreht es sich bei mir beim letzten Video vor Weihnachten immer um das Thema Stoffreste. Hashtag Wir machen Weihnachten! Das ist heute, wie gesagt, das 20. Türchen von Hashtag Wir machen Weihnachten. Gestern gab es ein Türchen bei der lieben Steffi von DIY-Mamis. Ich verlinke euch mal da ihren Kanal. Schaut da unbedingt vorbei. Es gibt ganz viel Näh-Content bei ihr, schöne Deko-Ideen, Einrichtungen. Sie baut auch ganz viel. Wir haben auch vor einer ganzen Weile mal Sachen zusammen gemacht. Vielleicht kennt ihr sie ja auch schon. Bei mir gibt es ja klassischerweise als letztes Video vor Weihnachten immer ein Stoffreste-Video. Das machen wir seit Jahren und ich verlinke euch auch gerne mal die Playlist, wo ich alle meine Stoffreste-Videos zusammengetragen habe. Da habt ihr also noch einige Ideen mehr. Normalerweise gibt es nämlich immer 10 Ideen, aber es ist einfach so viel los. Die Zeit vor Weihnachten ist immer so stressig und ich war dann gestern krankes Kind. Kurz vorm Nervenzusammenbruch habe ich dann einfach beschlossen, dieses Jahr wird es nur 5 Ideen geben. Und seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, geht es mir doch einen ganzen Ticken besser. Deswegen gibt es heute nur 5 Ideen, die sind aber dafür umso cooler. Es sind also 5 coole Ideen mit dabei, die sich auch wunderbar als Last-Minute-Geschenkidee eignen und ihr braucht für alle nur Stoffreste und ein bisschen Tüdelkram. Ich nehme an, das meiste solltet ihr da haben. Es gibt für einige Projekte auch noch kostenlose Schnittmuster bei mir auf dem Blog. Das Ganze ist natürlich unten verlinkt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los mit der ersten Idee. Kommen wir jetzt zu Idee Nummer 1 und das ist dieser niedliche Wichtel. Wichtel waren für mich eigentlich immer so ein bisschen trutschig, aber irgendwie... Momentan finde ich Wichtel sehr niedlich, vielleicht werde ich alt, aber ich habe diesen coolen Wichtel genäht aus 2 verschiedenen Zwetschstoffen, einem Rest Bündchen und Stoffresten. Der ist sogar gefüllt mit Stoffresten. Die Idee, Sachen mit Stoffresten zu füllen, kenne ich schon sehr lange und habe ich mir auch schon sehr lange vorgenommen, das mal zu machen, aber irgendwie schmeiße ich meine Stoffreste, also die ganz kleinen Schnipsel, doch immer automatisch weg. Was ich versuche zu ändern, ich versuche die jetzt nämlich aufzufangen, muss aber diese Muscle Memory rauskriegen, dass ich die dann automatisch zack in den Mülleimer schmeiße. Ich hatte nämlich das gesehen bei der lieben Tanja von Hana Kreativ, dass sie in irgendeinem, ich weiß nicht, ob es ein Livestream war oder ein Video, dass sie nebenbei mit dem Rollschneider halt kleine Stoffflocken gemacht hat aus ihren Stoffresten und damit dann, ich glaube, bei ihr war es ein Kissen, ein kleines Kissen gefüllt hat. Finde ich eine richtig gute Idee und habe ich hier das erste Mal gemacht und ich finde es richtig cool, weil diese Stoffreste eine gewisse Schwere haben und das sich natürlich nicht eignet für riesengroße Kissen, weil das wirklich viel, viel schwerer ist als so eine klassische Polyester-Kissenfüllung. Aber für so ein Wichtel eignet sich das natürlich sehr gut, weil der dadurch auch noch so einen gewissen Stand hat. Also man kann den einfach hinstellen, der fällt nicht um. Das macht sich sehr gut. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, solltet ihr eure Stoffe nicht vorwaschen, würde ich darauf achten, dass ihr nur farblich passende Stoffe zum Außenstoff reinstopft, weil solltet ihr das Ganze waschen, gut, habe ich jetzt bei dem Wichtel nicht vor, aber dann kann es sein, dass ein stark roter Stoff oder so ausblutet und ihr dann natürlich Flecken bekommt. Nur so als Hinweis. Das Schnittmuster für diesen Wichtel erstellt ihr euch selber. Das ist nämlich eigentlich nur ein großer Tropfen. Und deswegen ist nämlich auch das Coole, den könnt ihr in jeder Größe machen. Riesengroß, mittel, klein wie ich oder auch noch kleiner. Je nachdem, was für Stoffreste ihr da habt. Und ich würde sagen, wir legen mal los mit der Anleitung. Was ich benutzt habe, sind verschiedene dehnbare Stoffreste. Am besten ist auch, wenn eine Art Teddyplüsch oder ähnliches mit dabei ist. Außerdem verschiedene kleine Stoffreste zum Füllen. Das Schnittmuster könnt ihr an eure Stoffreste anpassen. Wir brauchen einen unteren abgerundeten Teil für den Bauch und ein Dreieck für die Mütze. Legt die Stoffe am besten doppelt aufeinander und zeichnet dann hier quasi einen großen Tropfen rein und schneidet den zu. Dann habe ich mir aus dem Teddystoff einen Bart zugeschnitten, einfach frei Schnauze. Dann habe ich den mit Textilklebestift auf eine rechte Stoffseite vom Bauch geklebt und einmal ringsherum festgenäht. Ich habe hier einen Zickzackstich genommen, das empfiehlt sich auch bei allen fransenden Stoffen.
Dann habe ich einen Stoffrest in einen Rest Bündchenstoff eingewickelt, ein paar Mal mehrfach gefaltet, und falten ist hier wirklich besser als irgendwie knüllen, dass so eine Knubbelnase entsteht. Und die lege ich hier mittig auf den Bart und nähe hier einmal drüber. So, dann kommt ein Mützenteil rechts auf rechts darauf und auch die anderen beiden Stoffteile lege ich hier rechts aufeinander. Und dann nähe ich hier jeweils die gerade Kante ab. An der Nase ist es recht dick und da hat es mir auch direkt einmal die Nadel weggeknallt, deswegen hier ein bisschen Vorsicht. Danach habe ich das Ganze aufgeklappt und die Nahtzugabe nach oben geklappt und das Ganze dann nochmal auf der rechten Stoffseite abgesteppt. Jetzt werden die beiden Stoffteile rechts aufeinander gelegt und ringsherum mit einer Wendeöffnung abgenäht. Dann habe ich die Nahtzugabe etwas eingeschnitten, vor allem an den Rundungen, und das Ganze gewendet. Jetzt habe ich mir noch eine Bommel gebastelt aus einem Jersey-Rest. Einfach in Streifen schneiden, ein bisschen langziehen und zusammenlegen, ein Band mittig darüber und das Ganze verknoten. Zurechtschneiden, nochmal ein bisschen langziehen, damit sich das schön einrollt, und einfach mit der Hand an die Mützenspitze nähen. Danach habe ich das Ganze befüllt und ich habe das hier wirklich mit kleingestümmelten Stoffresten gemacht. Dadurch wird der Wichtel schön schwer und kriegt eine schöne Form. Am Ende noch die Wendeöffnung schließen und fertig ist der Wichtel. Wir machen uns auf den Weg zu Idee Nummer 2, und zwar ist das eine Schlüsselglocke aus einem Kunstlederrest. Was ist eine Schlüsselglocke? Das ist hier so eine kleine Haube aus Kunstleder und da drinnen ist eine bei mir Paracord-Schnur mit einem Schlüsselring, wo ich den Schlüssel ranmache. Und das Ganze kann ich dann in die Glocke ziehen, also der Schlüssel verschwindet dann in dieser Glocke und das mache ich dann mit einem Druckknopf fest. Das Ganze kann ich so dann in der Tasche irgendwie aufhängen oder im Flur, was weiß ich. Und es hat den Vorteil, dass der Schlüssel, zum Beispiel das Handy oder das Tablet oder was auch immer ihr noch in der Tasche habt, nicht zerkratzt. Und das ist doch cool. Also ich finde es eine sehr, sehr coole Idee, ist ein schönes Geschenk. Ihr könnt das natürlich so knallbunt machen wie ich hier oder ihr macht es ein bisschen schlichter, je nachdem, wie ihr möchtet. Und ich zeige euch mal, wie das geht. Das kostenlose Schnittmuster dazu findet ihr bei mir auf dem Blog. Was ich an Material verwendet habe, sind hier zwei Kunstlederreste in verschiedenen Farben, ein Druckknopf nebst Werkzeug, ein Rest dünnes Paracord oder es geht auch eine ähnliche Kordel, ein Schlüsselring und das Schnittmuster, das findet ihr auf meinem Blog. Schneide zuerst das große Schnittteil zweimal aus Kunstleder zu und das kleine Teil einmal aus Kunstleder. Schneidet euch anschließend etwa 30 cm Kordel bzw. Paracord zu und zieht den Schlüsselring auf. Klappt das kleine Schnittteil links auf links zusammen und schiebt die Kordel dazwischen. Schiebt die Kordel dabei aber nicht zu weit rein, da hinten noch der Druckknopf anpassen muss. Näht die offenen Kanten hier einmal vorsichtig und knackkantig ringsherum ab. Falls die Kordel zu hart ist, sucht euch hier lieber eine dünnere, weichere Schnur. Dann habe ich die unteren Kanten von den größeren Schnittteilen einmal nach links umgeklappt und das Ganze angenäht. Jetzt habe ich noch ein Label angebracht, das ist natürlich optional. Anschließend wird der Druckknopf angebracht. Einmal an dem kleinen Teil mit der Schnur und einmal am Hauptteil kurz über der gesteppten Naht mittig. Jetzt werden die beiden Teile rechts aufeinander gelegt, das Paracord-Teil dazwischen, so dass der Schlüsselring draußen liegt und das Kunstleder innen. Näht hier die Seiten ab, lasst aber oben eine etwa 1,5 cm lange Öffnung offen, wo eben das Paracord durchlaufen kann. Dann die Glocke einmal umstülpen und die Kante schön ausformen. Ihr könnt das gegebenenfalls auch nochmal absteppen. Bei mir ging es auch so und dann könnt ihr den Schlüssel anbringen oder eben auch nicht, wenn ihr es verschenken wollt, und ihr seid fertig.
Halt, stopp an dieser Stelle ganz kurz. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann abonniere doch meinen Kanal. Ich weiß nämlich, dass ganz viele Leute diese Stoffreste-Videos schauen und gar nicht Abonnent sind. Und du weißt gar nicht, was du hier verpasst, denn hier gibt es ganz viele Nähanleitungen. Es gibt ganz oft kostenlose Schnittmuster. Es gibt Plotter-Ideen, DIY-Ideen und. Deswegen würde ich mich sehr freuen, dich hier an Bord begrüßen zu dürfen und Kanal abonnieren, ne? So, jetzt geht's weiter mit der nächsten Idee. So, wir machen uns auf den Weg zu Nummer 3. Und zwar ist das ein Stiftemäppchen, was ihr mit einem Gummiband direkt am Notizbuch oder am Kalender befestigen könnt. Und ich liebe ja mein Bullet Journal und ich habe da immer so eine Stiftelasche, wo ein Stift drin ist. Aber manchmal hätte man schon gerne 2 oder 3 Stifte. Und dafür finde ich dieses Täschchen sehr, sehr gut. Da passen nämlich eigentlich so 3 Stifte sehr gut rein, vielleicht noch ein kleines Lineal. Und ihr habt immer alles mit dabei. Wenn ihr außerdem ein Notizbuch oder einen Kalender habt, was kein Gummiband hat, also was nicht von alleine schließt, könnt ihr dieses Gummiband auch um den kompletten Kalender drum machen und es schließt dann automatisch das komplette Buch, finde ich auch sehr praktisch. Meins ist jetzt hier knallpink, aber auch das könnt ihr natürlich wieder in anderen Farben gestalten, ein bisschen schlichter oder noch bunter, je nachdem wie ihr oder der zu Beschenkende das gerne mag. Fun Fact an dieser Stelle, das ist das DIY, mit dem ich mich bei der Wanda beworben habe damals. Lang ist es her, ich hatte damals ein Bewerbungsgespräch und dann wollten die eine Arbeit von mir sehen und haben gesagt, ja, mach doch mal ein DIY und reich uns das irgendwie innerhalb von 3 Tagen ein. Das Problem war nur, dass ich in der Zeit gerade bei den Salzburger Festspielen gearbeitet hatte und nichts mit hatte in Salzburg von DIY-Sachen. Und auch in einer sehr, sehr bunten, trutschigen Wohnung gewohnt habe, wo ich keine ruhigen Hintergründe hatte und habe das dann auf einem weißen Stuhl fotografiert, noch irgendwo einen Stoffrest gekauft und das per Hand genäht. Aber ich habe anscheinend überzeugt, ich wurde genommen. Und ich wollte diese Idee schon ewig mal in einem Video verwursten und das machen wir heute und ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Was ich verwendet habe, ist ein Streifen Kunstleder, 1,5 cm breites Gummiband und einen Druckknopf. Schneidet das Kunstleder auf 42 x 4,5 cm zu. Schneidet hier 2 Schlitze so breit wie euer Gummiband bzw. 1 mm Breite ein und zwar mittig 1 x 8 cm von oben und 1 x 20 cm von oben gemessen. Steckt das Ende vom Gummiband durch einen der Schlitze von außen nach innen und näht es von hier an fest. Schlagt das Gummiband jetzt einmal um den Kalender und messt so ab, wie viel ihr benötigt. Schneidet es so ab, dass es noch durchs zweite Loch gezogen werden kann und dass ihr es hier festnähen könnt. Bei mir sind es 33 cm, macht es aber eher einen Ticken fester, weil nachher auf der Tasche ja durch die Stifte auch noch ein bisschen Gewicht drauf ist. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt die oberen Ecken abrunden und auch die untere Kante einmal so ein bisschen einmulden. Ich bringe jetzt den oberen Druckknopf an, und zwar in der oberen Mitte. Klappt das obere Teil jetzt etwa 5 cm von oben entfernt nach unten um und den unteren Teil etwa 17 cm von unten gemessen nach oben. Markiert euch dann hier die Position von der Gegenseite vom Druckknopf und bringt auch hier entsprechend den Druckknopf an. Klappt dann das Täschchen wieder passend zusammen, öffnet den Druckknopf und näht hier die beiden Seiten ab. Und dann seid ihr auch schon fertig. Wir machen uns auf den Weg zur Idee Nummer 4 und zwar Beinstulpen. Ich habe ja vor einer Weile mal so Pulswärmer bzw. Armstulpen genäht und da fehlen jetzt natürlich noch die Beinstulpen zum Rausgehen, zum im kalten Büro ausharren. Ist das doch eine sehr gute Idee im kalten Winter und ihr braucht auch gar nicht viel. Ich habe jetzt hier kombiniert so einen Fleece-Sweat-Stoff und einen French Terry. Ihr könnt auch normale Fließstoffe nehmen, Kuschelfellstoffe, alles was so ein bisschen dicker ist und am besten elastisch. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Was ich verwendet habe, sind hier 2 Stoffe, wie French Terry, Sweatstoff, es gehen aber auch andere kuschelige Stoffe, dehnbarer Plüsch, Fleece und so weiter.
schneidet euch aus den beiden Stoffen jeweils zwei Rechtecke zu. Meine sind jetzt sogar Quadrate mit 35 x 35 cm. Ihr könnt Breite und Höhe aber auch individuell ausmessen und anpassen. Achtet dabei darauf, dass die Stoffe in der Breite elastisch sind. Die meisten Stoffe sind nämlich in der Breite mehr elastisch als in der Länge. Also, dass wenn ihr ein Quadrat habt, dass ihr das Ganze hier nicht verdreht. Legt jeweils zwei unterschiedliche Stoffe rechts aufeinander und näht hier dann einmal die obere und die untere Kante ab. Jetzt kommt wieder ein kleiner Gehirnknoten. Zieht die eine Stofflage in der Mitte vom Schlauch so durch, dass dann hier rechts auf rechts Futterstoff und rechts auf rechts Außenstoff aufeinandertreffen. Steckt das Ganze und näht das Ganze einmal ringsherum ab. Das wirkt falsch, ist aber richtig. Lasst hier im Futter eine Wendeöffnung. Wendet anschließend die Stulpen und schließt dann hier die Wendeöffnung. Jetzt noch das Futter nach innen bringen und ihr seid fertig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier noch ein Label anbringen. Wir machen uns auf den Weg zur Nummer 5 und zwar ist das ein gedrehtes Stiftemäppchen. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von so Taschen, wo der Reißverschluss so ganz raffiniert um die Ecken geht. Aber irgendwie finde ich das dann doch eine ganz witzige Idee. Es ist so, dass ihr habt so ein langes Ding, sieht aus wie eine riesige Slip-Einlage. Nein, also so einen langen Lappen, wo ihr den Reißverschluss einmal drumherum näht. Und zwar nur die eine Seite vom Reißverschluss. Und wenn ihr das dann schließt, dann entsteht ein Täschchen. Und es ist total cool. Da passt auch ziemlich viel rein. Es sieht sehr klein aus, aber es passt sehr viel rein. Und ich finde das einfach mal was anderes. Und ich habe hier zwei webbare Stoffe kombiniert mit einer Einlage. Ihr könnt auch einen dickeren Stoff kombinieren. Ihr könnt Canvas-Stoffe nehmen, alte Jeans. Ihr könnt auch Kunstleder nutzen. Ihr könnt sogar Snap-Hap nutzen. Da würde ich euch dann aber empfehlen, einlagig zu arbeiten, ohne Futter. Mit Filz ist das Ganze auch möglich. Das heißt, ihr habt hier wirklich eine große Auswahl. Zugegebenermaßen braucht man hier relativ viel Reißverschluss. Also ich habe hier zwischen 1,10 und 1,20 Reißverschluss verwendet und zwar nur die eine Seite. Das kommt einem ein bisschen verschwenderisch vor und ich dachte auch so, naja, so ganz cool ist es nicht. Okay, man könnte gleich zwei machen, dann hat man die andere Seite gleich mitbenutzt. Aber bei der anderen Seite, man kann das ja auch einfach in der Mitte durchschneiden und dann hat man wieder einen kompletten Reißverschluss. Also man kann diese zwei Hälften ja wieder zu einem Reißverschluss zusammenfügen und hat dann wieder einen 50er oder 60er Reißverschluss. Das heißt, die zweite Seite bitte nicht wegschmeißen, die könnt ihr weiter nutzen. Zu diesem Projekt gibt es auch wieder ein kostenloses Schnittmuster. Das gibt es bei mir auf dem Blog und ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Was ich hier verwendet habe, sind zwei webbare Stoffe. Da sind bei mir zwei feste Stoffe. Gegebenenfalls eine Einlage. Ich nutze hier ein Volumenvlies H640. Es würde aber auch ein S320 oder ähnliches geben. Ungefähr 120 cm Endlosreißverschluss plus Zipper. Und das Schnittmuster, das gibt es auf meinem Blog. Schneide zuerst das Schnittteil einmal aus jedem Stoff zu und einmal aus der Einlage. Ich nehme hier wie gesagt ein Volumenvlies. Bügelt jetzt die Einlage auf die linke Seite vom Futterstoff. Zieht anschließend den Reißverschluss auseinander und fangt etwa 3 cm über einer Rundung an, den Reißverschluss auf die rechte Seite vom Außenstoff ringsherum zu stecken. Lasst dabei das Ende vom Reißverschluss etwa 7 cm überstehen. Achtet darauf, dass die Zähnchenoberseite rechts auf dem Stoff liegt. An den Rundungen könnt ihr den Reißverschluss etwas einschneiden, damit sich das Ganze ein bisschen besser stecken lässt. Näht das Ganze dann einmal ringsherum ab. Fixiert jetzt die Reißverschlussenden, indem ihr die nämlich nach innen auf den Stoff klappt und mit einer Stecknadel befestigt. Legt jetzt das zweite Stoffstück oben drauf und näht das Ganze nochmal ringsherum zusammen. Lasst an einer Stelle, aber eben nicht da, wo die Reißverschlüsse aufeinandertreffen, eine Wendeöffnung. Schneidet jetzt die Nahtzugabe mehrfach ein in den Rundungen und gegebenenfalls auch ein bisschen zurück und wendet dann das Genähte. Nehmt hier aber als allererstes die Stecknadeln raus, damit ihr euch nicht verletzt. Jetzt schön alles flach ausstreifen oder bügeln
und anschließend nochmal ringsherum absteppen. Dabei schließt ihr auch die Wendeöffnung. Jetzt wird es spannend. Einmal den Zipper aufziehen und tatsächlich, tada, es schließt sich und es ist super cool. Ich schneide mir jetzt noch einen Stoffrest zu, der 6x8 cm groß ist. Klappt hier die beiden kürzeren Seiten aufeinander und klappt dabei dann die kürzeren Kanten nochmal einen Zentimeter zur linken Seite um und näht dann hier die beiden Seitenkanten ab. Schneidet hier die Nahtzugabe zurück, wendet das kleine Teil und stülpt es über den Reißverschluss. Steppt dieses Stoffteil am Ende nochmal am Reißverschluss fest. Tada! Fertig ist euer Stiftemäppchen. So ihr Lieben, das waren meine 5 Last-Minute-Geschenkideen aus Stoffresten. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ich habe euch auch eine Playliste fertig gemacht mit allen weiteren Geschenkideen aus Stoffresten. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, mein Video zum Thema 4 Ideen für den kalten Winter nähen. 3 davon eignen sich nämlich auch richtig gut für Stoffreste. Und zwar ist das einmal Handwärmer, also Kirschkernkissen oder beziehungsweise Traubenkernkissen in dem Fall. Es ist eine Hülle für eine Wärmflasche zum Umbinden, auch das geht super aus Stoffresten. Und es sind die Pulswärmer, bei mir jetzt genäht aus Bündchenstoffen. Ihr könnt das aber auch aus French Terry oder Jersey nähen. So, das war also das 20. Türchen bei Hashtag Wir machen Weihnachten. Morgen geht der Kalender weiter auf dem Kanal von Sandra, von Sandras handgemachtes Allerlei. Schaut da unbedingt vorbei. Sie näht auch ganz viel und bastelt und überhaupt ist eine sehr fröhliche, nette Person und es macht immer Spaß, ihre Videos zu schauen. Und hier geht es dann weiter. Am 24. gibt es ein Special-Video. Wer den Kanal schon ein bisschen länger kennt, weiß es immer. Am 24. gibt es hier ein Special und wir schließen hier zusammen, also Jelena, Luise, Thomas und ich, den Hashtag Wir machen Weihnachten Adventskalender ab. Und bei mir wird es dann einen Vlog geben, wo ich euch zeige, was wir hier zur Weihnachtszeit gemacht haben, welche Geschenke ich gemacht haben werde und so weiter. Und es gibt auch wieder eine große Verlosung. Und wie gesagt, wer hier schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß auch, was ich immer am 24. verlose. Auch das wird dieses Jahr wieder so sein. Deswegen schaltet ein. Wenn euch langweilig ist, ab Tannenbaum, könnt ihr ein bisschen nebenbei meinen Vlog gucken oder ihr guckt es die Tage später. Eine Sache noch. Ich habe noch eine richtig coole Idee gesehen aus Stoffresten. Und zwar, wenn man Stoffreste so in Streifen reißt oder schneidet und die dann so verzwirbelt oder verknotet oder verflechtet, kann man daraus ja diese Teppiche machen. Und ich habe daraus so eine Tasche gesehen und ich finde die Idee so, so cool und habe das mal mit ins nächste Jahr genommen und aufgeschrieben. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, diese Idee umzusetzen. Also eine Tasche aus gezwirbelten Stoffresten. Da habe ich gerade mega Bock drauf. Mal gucken. Ich hoffe, wir schaffen es. Ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns hier zu Weihnachten wieder zum Vlog und ansonsten nächsten Dienstag zu einem Jahresrückblick. Ich weiß noch nicht, ob ich das als festes Video mache oder als Livestream. Schauen wir mal. Und da ja das hier schon das 20. Türchen ist, nur noch 4 Tage bis Weihnachten, wünsche ich euch besinnliche Weihnachten. Kommt ein bisschen runter, genießt die Zeit mit eurer Familie und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!